Echt, Ah! Müssen Max anrufen. Hallo Fabian, was kann ich für dich tun? Hallo Max. Ich habe ein Problem. Ich habe hier doch diesen Grant da gemacht. Ja. Ich habe jetzt die ganze Forschung gemacht und so weiter. Habe das Ganze jetzt eingereicht zur Publikation. Jetzt schreibt mir dieser Grantgeber, ich habe das irgendwie nicht öffentlich gestellt. Ich muss jetzt die Daten öffentlich stellen. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann kriege ich Ärger. Hat er mir jetzt einen zweiseitigen Brief darüber geschrieben. Hätte auch mal anrufen können. Okay. Ich meine, ich habe mir das ja eigentlich ganz gut ausgedacht. Ich habe mir gedacht, veröffentlichen, stand da ja drin in dem Grant. Irgendwie, ja, haben im Keller haben wir so einen Raum, das nenne ich unser Veröffentlichungsraum. Da lege ich dann den USB-Stick rein. Ja, so, den da. So. Den lege ich dann da rein. Dann mache ich das Licht aus und schreibe dran, Achtung, Leopard. Dann sind die Daten veröffentlicht, die kann sich dann jeder abholen. Und bis die jetzt aber finden, ist es schon lange so alt, dass ich meine Daten allein profitiert habe davon. Das ist doch okay, oder? Naja, dein Geldgeber scheint ja anderer Meinung zu sein. Eben, es wundert mich total. Also Fabian, es ist ja eigentlich so, dass du ja auch davon profitieren kannst, wenn du das jetzt zugänglich machst. Weil erstens bist du auf einer sicheren Seite, wenn mal irgendjemand vorwirft, dass du hier voll der Stümper bist und alles hingeschmiert hast oder manipuliert hast, ja, dann kannst du sagen, hier ist mein Datensatz, hier könnt ihr alles nachvollziehen. Und zweitens ist es einfach fair. Wie fair. Das Leben ist nicht fair. Was ist fair? Ah, fair ist ein tolles Akronym, das sich viele Wissenschaftler ausgedacht haben, um zu definieren, wie man einen Datensatz verfügbar machen kann für andere Leute. Denn fair steht für findable, accessible, interoperable und reusable. Also spricht da wollte einer ganz sicher gehen, dass es das auch hinterher fair heißt. Wahrscheinlich schon. Okay, Aber okay, ja. was bringt mir jetzt das, wenn ich fair bin? Wenn Naja. nur die Harten kommen in den Garten. Naja, es bringt dir was, weil du deinen Datensatz so auffindbar machst. Und wenn dein Datensatz sehr gut findbar ist, dann wirst du nämlich auch mehr zitiert. Weil es gibt viele Forscher, die bedienen sich praktisch aus Datensätzen, die schon publiziert sind, und bauen daraus neue Papers. Und das willst du ja. Du wirst ja irgendwann mal Professor werden. Hallo. Also Moment mal, das heißt erstens, ich werde zitiert, wenn andere meine Daten nehmen. Richtig. Check. Und ich kann die Daten von anderen runterladen und Paper draus schreiben. Genau richtig. Das wird immer besser. Holla die Waldfee. Genau. Aber erstmal brauchst du natürlich ein Archiv, ja? Du brauchst ein Archiv, wo du Okay. das reinpacken kannst. Ich habe bei T-Online habe ich noch ein bisschen Speicherplatz auf meiner Homepage. Reicht das? Ich denke nicht, dass du das jetzt irgendwie auf einen T-Online-Server stellen willst. Also, wenn du an Archive denkst, ja, eigentlich kann man Archive in zwei Gruppen aufteilen. Archive sind entweder wie Baumärkte oder es sind wie Lampenläden. Okay, jetzt hast du mich verloren. Also, Okay, Fabian, okay. wann war du das letzte Mal im Baumarkt? Schon Gestern gestern. wollte Rasen kaufen. Und Hat er mir gesagt, weiß er nicht, weil ist in der Holzabteilung. Und genau, ich meine, Sie müssen doch wissen, wo der Rasen ist. genau richtig. Und das ist natürlich auch ein Problem im Baumarkt. Wenn du jetzt eine neue Lampe brauchst, dann kannst du natürlich auch in den Baumarkt gehen. Da gibt es alles Mögliche. Das ist natürlich vielleicht eine gute Wahl, wenn du auch noch einen Gartenzwerg kaufen willst. Aber wenn du jetzt nur eine Lampe willst, ist es natürlich sehr anstrengend, weil erstens musst du lange suchen, zweitens ist die Beratung schlecht. Du kannst natürlich aber auch in den Lampenladen gehen. Da ist natürlich alles wesentlich besser sortiert. Und du kriegst gute Beratung und kommst so vielleicht zu der Lampe, die du willst. Du kannst halt keine Gartenzwerge kaufen. Gut, vielleicht will man das auch nicht. Vielleicht. Aber es ist ein Punkt. Also in der Tat, ich glaube, eine Lampe würde ich wirklich lieber im Lampenladen kaufen. Okay, also langsam geht mir ein Licht auf. Wie mache ich das jetzt? Okay, Fabian, ich stell dir mal zwei Plattformen vor. Ja. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist eher so die Baumarktvariante. Und zwar, das ist Dataverse. Ich habe dir hier schon einen Link geschickt. Vielleicht kannst du den mal aufmachen. Alles klar. Mache ich. Wunderbar. Und was siehst du da?
Jede Menge Zeug, was mich nicht interessiert. Genau. Gesetz, Mathematik, Chemie, Astronomie, Physik, Sozialwissenschaften, Selbst Medizin, Geisteswissenschaftler. endlich. Das hat Genau. ein bisschen gedauert hier. Jetzt geh mal in die Medizin rein. Schauen wir uns mal an, wie die Sachen dort sortiert sind. So, da ist es ja. Genau, was ist da? Viele Sachen. Klick mal auf irgendeins. Machen wir mal hier. Okay. Also hier haben wir Covid-Daten. Da oben eben waren gerade die Farben von Augenirisen. Sehr schrecklich. Okay, Genau. aber was sehe ich jetzt hier? Jetzt scroll mal ein bisschen runter und da kannst du nämlich auch schon Daten sehen. Wie gesagt, Ah, schau mal, da kann ich die Plots sehen, da kann ich die Daten runterladen. genau, aber es sind natürlich viele verschiedene Datensätze und alles sehr nicht so ganz gut strukturiert. Klick mal auf die Metadaten, auf den Okay. Metadaten-Tab. Und was du Ah ja. hier siehst, sind praktisch sehr übersichtliche Beschreibung, dass es einfach eine Studie ist, worum es in die Studie ging und es gibt ein paar Schlagwörter. Und das ist halt der Baumarktaspekt. Es gibt ein paar Felder, die man durchsuchen kann, aber man muss sehr lange finden, um dann irgendwas Spezialisiertes zu finden. Und Okay, ich sehe das Problem. genau, und dieser Mindestdatensatz, der orientiert sich an so einer Definition, die nennt sich Dublin Core. Darauf müssen wir aber auch nicht näher eingehen. Okay, also ich muss nicht wissen, ob das jetzt Irland oder England ist. Ist absolut egal. Okay. Dieses Archiv bietet sich jedenfalls an, wenn du schnell Daten irgendwo archivieren willst, allerdings nicht viel Zeit in die Annotation investieren willst. Dann kannst du die dort relativ gut unterbringen und hast so die Mindestanforderungen, sage ich mal, erfüllt. Aber ich glaube, dir würde ein Lampenladen besser helfen können. Glaube auch. Also ich meine, da findet ja, also da muss man sich ja ewig lang suchen, bis man irgendwas findet. Das kann man auch lassen dann. Ich meine, das ist gut, wenn man es verstecken will, finde ich. Also dann ist es ein bisschen schwieriger zu finden. Auch. Aber wenn man jetzt wirklich davon leben will, sagt, okay, ich will jetzt der große King am Data Sharing sein, das ist vielleicht nicht so gut. Genau. Und deswegen müssen wir jetzt praktisch diesen Lampenladen finden. Was hast du denn für Daten, Fabian, die du veröffentlichen Ja, ich habe willst? Bild. Daten, eben so Röntgenbilder, so Mammografiedaten. Genau. Genau. Also wahrscheinlich ist es auch diese Krebsstudie, über die wir letztes Mal geredet Letztes Mal. haben. Genau. Genau. Okay. Was du dann brauchst, ist ein Bildarchiv für Krebsdaten. Und genau das gibt es auch. Und zwar ist es das Cancer Image Archive. Ich schicke dir nochmal einen Link, vielleicht kannst du das auch mal aufmachen. Ah, da ist es ja. Das sieht ja sp deutlich spannender aus als vorher. Genau. Und es ist natürlich ein Archiv für Krebs und für Bilder. Das heißt, wir sind eigentlich schon in der Sektion, wo wir weitersuchen wollen. Und wie du sehen kannst, gibt es hier auch schon viele Optionen. Du kannst dir mal eine vielleicht raussuchen. Und gleich mal das Ja. Oberste. Ah ja. Genau. Und Kann man schon sehen hier. jetzt kannst du auf die Search Results gehen. 6000. Ah, schön. Und das sind Das sind wahrscheinlich alles einzelne Bilder. sogar Bildserien, die bestehen aus zum Teil mehreren Bildern. Okay. Wunderbar, jetzt Kann kannst du man hier das das quasi aufmachen. aufmachen? Ah ja. Und jetzt siehst du auch hinten DICOM und ein Viewer. Klick mal auf DICOM. Und jetzt scroll mal Ah, runter. Und hier, da sieht man die ganzen DICOM-Daten. richtig, und die sind natürlich viel sprechender wie jetzt nur diese Dublin Core Datensatz. Hier kannst du dann schon sehr spezifische Suchen machen, um dann die Bilder rauszufinden, die du wirklich brauchst. Damit macht man das Auffinden der Daten wesentlich einfacher. Und du kannst dir die Bilder sogar auch anschauen. Geh mal auf dieses kleine Kamera-Icon da. Ah, das schau her. Und das, Das ist ja richtig spannend hier. richtig, das ist jetzt ein Bild von einer Mammographie mit Krebs. Und Also das ist ja. Also muss ich sagen, das gefällt mir schon. ja. Das ist schon ein gutes Konzept. Dann kann man jetzt, wenn man jetzt vielleicht ein guter
Forscher ist, der was programmieren kann mit Machine Learning, braucht er keine eigenen Daten, kann die sich einfach runterladen. Oder wenn ich einfach nur ein toller Datengenerierer bin, dann schreibe ich die grob und lade die da hoch und dann kann ich anderen Leuten das ermöglichen, dass die daran forschen können. Genau, richtig. Also meine Empfehlung ist deswegen, vielleicht überlegt ihr das eher dahin zu laden. Ich habe noch ein Problem. Ich will jetzt aber eigentlich gar nicht die Daten hochladen. Also von mir aus schon, aber halt, ich habe das Paper ja gerade eingereicht und ich will jetzt nicht, dass jetzt gleich einer die Daten runterlädt und in 3 Tagen schnell noch ein Paper schreibt darüber. Ja, aber da bist du auf der sicheren Seite. Du kannst über deine Daten natürlich auch ein Embargo legen. Das heißt, diese Daten werden von dieser Plattform auch erst dann veröffentlicht, wenn dein Paper schon publik ist. Ah, okay. Okay, was mache ich jetzt? Naja. Also ich habe jetzt einen Lampenladen, ich habe meine Lampen, ich weiß, wie viel ich dafür bezahlen will, aber was mache ich jetzt? Genau. Das Tolle ist ja, dass du dir ganz am Anfang mit deinem Datenmanagementplan auch schon über die korrekten Aufbewahrungsarten deiner Daten Gedanken gemacht hast. Das heißt, in dem Datenmanagementplan steht eigentlich schon viel drin, was du jetzt auch einfach umsetzen kannst. Und War es doch gut, dass ich den Schwachsinn gemacht habe. genau richtig. Und jetzt bleibt dir eigentlich nicht mehr viel anderes übrig, als einfach dein Paper endlich zu publizieren, deine Daten zur Verfügung zu stellen und dann Gratulation, du bist einen Schritt näher an deiner Habilitation. Und am zitiert werden und am fair zu sein. Genau. Wobei es mit dem fair ist noch nicht so ganz klar, ob ich das will, aber Natürlich willst du hört sich das. gut an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr weiter Interesse habt in Machine Learning, Medizininformatik oder weitere Themen dieser Art, so könnt ihr subscriben oder ihr könnt euch die anderen Videos anschauen. Bis dann.